Jesus, Holy One, Mighty One, Son of God, I worship you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Of love and take away
gaze into your eyes, such a look of pure delight I see. Lord, you're smiling at me. You are warm like the sunshine on a bright summer day. You are clear as the blue sky when the clouds are rolled away. You are gentle as the evening breeze that blows against my face. And I love to be with you, beautiful God. Oh, I love to be with you, beautiful God. As my love for you grows strong, close to you is where I long to be. As I gaze into your eyes, such a look of pure delight I see. Lord, you're smiling at me. Einen wunderschönen guten Hallo. Morgen zusammen. Hi. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier in der EFG Haiger-Seelbach. Die Reihen haben sich noch ein bisschen gefüllt und ich muss sagen, ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen. Ich möchte aber auch begrüßen diejenigen, die nicht hier im Saal sind, sondern die irgendwo, keine Ahnung, in Italien, Frankreich oder sonst wo auf der Terrasse sitzen und den Livestream eingeschaltet haben, heute oder auch in der nächsten Woche. Wir haben Urlaubszeit, ihr wisst es alle, auch euch ein herzliches Willkommen.
Begrüßen möchte ich auch diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind oder vielleicht nicht so regelmäßig hier sind. Allen lieben Gästen ein herzliches Willkommen von mir, von uns. Und ich freue mich auf die vor uns liegende Stunde und auf das, was Gott dir, lieber Thomas, aufs Herz gelegt hat. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle schon Gottes Segen für die Zeit, die vor uns liegt. Und liebe Kinder, auch ihr dürft gespannt sein, denn auch für euch gibt es heute etwas zu sehen, zu hören und auch zum aktiv mitmachen. Teilweise habt ihr schon Material bekommen. Wenn nicht, dann bekommt ihr gleich noch das Material und die Infos und Erklärungen, was ihr zu machen habt oder machen könnt. Das folgt auch gleich noch. Und ich habe einen Wunsch. Wenn ihr gleich das Thema für diese heutige Stunde erfahrt, dann schaltet nicht gleich ab, so nach dem Motto, ist ein alter Hut, habe ich schon gehört, kenne ich schon alles. Ja, das Gleichnis, das ist den meisten wahrscheinlich relativ gut bekannt und einige von uns haben wahrscheinlich auch schon zahlreiche Predigten dazu gehört. Und wer besonders aufmerksam ist oder ein gutes Gedächtnis hat, wird feststellen, wir hatten in diesem Jahr auch schon eine Predigt dazu, nämlich am 2. Januar. Und nicht zuletzt, heute Morgen in der Mahlfeier wurde das Gleichnis auch schon vorgelesen. Aber es geht heute darum, die Perspektive auf dieses Gleichnis zu wechseln. Heute geht es darum, den Fokus auf einen vermeintlichen Nebencharakter des Gleichnisses zu richten. Und ich kann mich noch sehr gut an den ersten Teil der Predigt erinnern und das entsprechende Gemälde von einem gewissen Herrn Rembrandt, welches du gezeigt hast, Thomas. Ich glaube, wir bekommen es auch gleich wieder zu sehen. Da gibt es nämlich jemanden, der am Rand steht. Der steht also nicht unbedingt im Fokus und im Zentrum der Geschichte und des Gemäldes, aber er ist da und er spielt eine Rolle und er steht charakteristisch für vermutlich einige oder sogar die meisten von uns, nicht zuletzt für mich selbst. Und es geht heute in der Fortsetzung um die Jahreslosung. Dort steht es an der Wand, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Erneut um das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas Kapitel 15. Und wir wollen uns heute den älteren Bruder in dieser Geschichte anschauen, der ja eigentlich nie weggelaufen ist und offensichtlich treu und loyal seinem Vater gegenüber zu Hause geblieben ist. Wir dürfen also gespannt sein, was für ein Mensch dieser ältere Bruder offensichtlich war, für welche Menschen er charakteristisch steht und was dieser Nebendarsteller überhaupt mit uns zu tun hat. Thomas, Gottes Segen und Vollmacht für deinen Dienst heute. Und zu diesem Gott möchte ich jetzt beten und ich lade ein, dazu aufzustehen und ja, diese Stunde unter Gottes Segen stellen. Großer Gott im Himmel, hab Dank, dass wir uns auch heute wieder hier treffen dürfen, um in dein Wort zu schauen und auf dein Wort zu hören. Danke, dass wir das tun dürfen in Frieden und in Freiheit. Das ist nicht selbstverständlich. Und danke, Herr, dass uns dein Wort auch heute noch etwas zu sagen hat. Und zwar denjenigen, die wirklich weit weggelaufen sind von dir, aber auch denjenigen, die schon seit Jahren hier die Reihe drücken und ja eigentlich nie wirklich das Gefühl hatten, weit weg gewesen zu sein von dir. Aber auch all denjenigen und nicht zuletzt mir hast du etwas zu sagen durch dein Wort. Und wir freuen uns auf das, Herr, was du Thomas aufs Herz gelegt hast. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufschließt. Das soll keine Floskel sein, Herr. Es ist mein Wunsch, es ist unser Wunsch, dass deine Stunde uns verändert. Dazu brauchen wir dich, dazu brauchen wir deinen Geist. Und wir bitten dich, Herr, dass du hier bist, dass dein Geist hier ist, dass er uns bewegt, dass er wegnimmt, was uns stört, was uns vergangene Woche beschäftigt hat, was vielleicht auch vor uns liegt nächste Woche. Herr, lass uns jetzt bitte auf dein Wort und auf das, was du uns zu sagen hast, konzentrieren, etwas mitnehmen und verändere uns in dieser Stunde. Wir beten auch um deinen Segen, Herr, für Thomas. Gib du ihm die richtigen Worte. Amen. Ich möchte die Ansagen und die Glückwünsche heute gerne schon am Anfang dieser Stunde weitergeben. Und zwar nicht, um euch irgendwie zu verwirren oder um die Stunde anders zu gestalten, sondern um euch nachher mit den Gedanken und Eindrücken der Predigt nach Hause gehen zu lassen. Also bitte jetzt nach diesem offiziellen Teil nicht direkt aufstehen und den Saal verlassen, es kommt noch was.
Gratulieren möchte ich. Und zwar hatten wir 5 Geburtstage in der vergangenen Woche, einschließlich heute. Ich möchte euch 5 ganz, ganz herzlich gratulieren im Namen der Gemeinde. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen Gottes Segen, Bewahrung, Führung und seine Nähe an jedem Tag im neuen Lebensjahr. Und ja, es ist schön und wir freuen uns, dass ihr Teil dieser Gemeinde seid und diese Gemeinde bereichert. Herzlichen Glückwunsch. Auch die Termine für die vor uns liegende Woche, inklusive heute, möchte ich kurz erwähnen. Heute von 14 bis 17 Uhr öffnet wieder das Café Kostbar. Dazu dürft ihr gerne Freunde, Bekannte und Menschen aus dem Dorf ganz gezielt einladen, damit sie hier eine kostbare Zeit erfahren, in der sie Gemeinschaft, gute Gespräche und vor allen Dingen die Liebe Gottes erleben und erfahren dürfen. Macht da gerne Gebrauch davon. Dienstag 19.30 Uhr Elterntreff, Infos und Anmeldungen dazu bei Miriam Pfeiffer. Donnerstag 20 Uhr Gebetsstunde mit Josef Kier und Sonntag 9.30 Uhr treffen wir uns, wer möchte, zum gemeinsamen Gebet, um 10 Uhr die Mahlfeier und 11 Uhr Gottesdienst mit Walter Krug. Schon jetzt herzliche Einladung für nächsten Sonntag. Ein Termin steht etwas weiter entfernt an, und zwar eine Einladung für den 15. Oktober. Dort werden wir mit einigen Leuten nach Gießen fahren, zur FTH. Wir hatten vor einigen Wochen, vielleicht erinnert ihr euch, die Judith Hildebrandt hier, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FTH in Gießen. Und es wird ein FTH-Kollegseminar geben mit dem Titel Kinder und Jugendliche im Gemeindeaufbau, die Generation Z verstehen und integrieren. Und ja, uns liegt dieses Thema sehr am Herzen. Es haben sich schon einige aus dem Bereich Kinder- und Jugendarbeit angemeldet, die da mitfahren wollen und werden. Und in diesem Seminar wird die Stellung von Kindern und Jugendlichen aus biblischer Perspektive betrachtet und Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt. Wer also Interesse daran hat, wem das Thema auch am Herzen liegt und grundsätzlich geht es uns alle etwas an, der kann sich gerne bei mir melden. Wir werden dann eine Sammelanmeldung durchführen. Bevor wir unseren großen Gott gleich mit dem Lied Höher ganz bewusst anbeten und ehren werden, möchte ich noch die 3 Verse für die heutige Predigt vorlesen. Und euch, liebes Lobpreis-Duo, Lobpreis-Team habe ich mir notiert, Lobpreis-Duo seid ihr, euch auch jetzt schon herzlichen Dank dafür, dass ihr euch vorbereitet habt. Und lesen möchte ich die Verse aus Johannes 6, 35 bis 37. Johannes 6, 35 bis 37. Jesus sprach: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst himmelweit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen, wirst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht, du mein Gott bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer, und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halt ich fest an dir. Du sagst, wo die Sonne
aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du schmeißt den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, Schöpfer. Die Geschichte, um die es heute gehen wird, die hören wir jetzt als Kindergeschichte mit Bildern. Vielleicht ist das auch ein Zugang für Erwachsene, die Geschichte mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. In diesem Haus, da wohnt ein Vater mit seinen beiden Söhnen. Oft sitzen die drei neben dem großen Baum vor der Tür. An heißen Tagen schenkt der Baum ihnen Schatten. Manchmal sitzen sie bis in die Nacht unter dem rauschenden Blätterdach und erzählen sich etwas. Heute aber sitzt der Vater mit seinem jüngeren Sohn alleine dort. Die beiden haben etwas zu besprechen. Der Vater sieht dabei nicht gerade glücklich aus. Und auch dem Sohn fällt das Reden schwer. Vater, sagt er mit stockender Stimme, Vater, ich bitte dich, gib mir das Geld, das mir zusteht. Was hat er vor? Der Vater schaut seinen Sohn lange an. Soll er ihm das Geld schon anvertrauen? Er ist doch noch so jung. Er kennt seinen Sohn. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann lässt er sich nicht mehr davon abbringen. Ich will ihm vertrauen, denkt der Vater. Er ist mein Sohn und ich habe ihn sehr lieb. Dann gibt er ihm das Geld. Bald darauf packt der jüngere Sohn ein paar Sachen zusammen und verlässt das Haus. Mit dem Geld, das sein Vater ihm gegeben hat, kann er eine weite Reise machen. Was es in den fremden Ländern alles zu sehen gibt. Viele Menschen lernt er unterwegs kennen. Hey, kommt, ihr seid alle eingeladen, ruft er. Lasst uns zusammen feiern. Die Menschen staunen. Boah, der Fremde scheint wirklich ein reicher Mann zu sein. Er feiert große Feste, bei denen es viel zu essen und zu trinken gibt. Und er zahlt eine Menge Geld dafür. Dabei merkt der jüngere Sohn gar nicht, dass die Dinge, die das Leben so schön machen, von Tag zu Tag teurer werden. Eines Tages
greift er wieder in seinen Geldbeutel und der Beutel ist leer. Von dem Geld seines Vaters ist keine Münze mehr übrig geblieben. Was soll er jetzt nur machen? Die Menschen, die er trifft, interessieren sich plötzlich nicht mehr für den Fremden. Ach, ein armer Mann. Mit dem will niemand etwas zu tun haben. Traurig zieht der jüngere Sohn von Haus zu Haus und bittet um etwas Brot. Aber nie reicht es aus, um den Hunger zu stillen. Vielleicht, so überlegt er, vielleicht kann mir jemand Arbeit geben. Wer arbeitet, wird sicher dafür auch etwas zu essen bekommen. Er findet einen Bauern, für den er draußen auf dem Feld die Schweine hüten darf. Aber der Hunger bleibt. Niemand bringt ihm etwas zu essen. Nicht mal vom Schweinefutter bekommt er etwas ab. Nachts liegt er oft wach. Er denkt an seinen Vater und an das Haus, das er verlassen hat. Dort gibt es immer genug zu essen. Auch die Männer auf den Feldern seines Vaters, die arbeiten, müssen keinen Hunger leiden. Endlich beschließt der Sohn, zu seinem Vater zurückzugehen. Er will ihn um Verzeihung bitten. Und er hat sich überlegt, als Knecht für ihn zu arbeiten. Ob sein Vater ihn überhaupt anschauen wird? Bestimmt ist er sehr enttäuscht, wenn er hört, was passiert ist. Aber dann kommt alles ganz anders. Als der Vater seinen jüngeren Sohn in der Ferne erkennt, lässt er alles stehen und liegen und er rennt ihm entgegen. Weit öffnet er seine Arme. Er spürt, wie lieb er seinen Sohn hat. Seht nur, wer wieder da ist, ruft der Vater fröhlich und winkt alle Knechte und ihre Familien herbei. Holt schöne Kleider für meinen Sohn. Einen goldenen Ring soll er an seinem Finger tragen. Und schlachtet ein Kalb und lasst uns ein großes Fest feiern. Freut euch mit mir. Lange dachte ich, ich hätte meinen Sohn verloren. Aber heute weiß ich, er lebt und hat den Weg zurückgefunden. Alle tanzen und feiern und freuen sich mit ihm. Nur einer nicht. Dem älteren Sohn ist überhaupt nicht nach Feiern zumute. Wütend bleibt er drauf. Nicht immer treu für dich gearbeitet, beschwert sich sein Sohn. Für mich hast du nie so ein Fest veranstaltet, aber für den da. Er deutet dorthin, wo sein Bruder tanzt und fröhlich ist. Für den da holst du die besten Speisen und Getränke hervor. Dabei hat der so viel falsch gemacht. Der Vater nickt und legt den Arm um die Schulter seines älteren Sohnes. Er kann seine Wut verstehen. Gerne möchte er ihn trösten. Ja, dein jüngerer Bruder war verloren, aber nun ist er gefunden worden. Wir dachten schon, er sei tot, aber schau, er lebt. Ich lebe auch. Ich habe immer mit dir in unserem Haus gelebt und auf den Feldern gearbeitet. Das ist richtig, sagt der Vater. Du bist immer bei mir und dir soll es an nichts fehlen. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Das Haus, der Baum, die Felder. Und heute, da will ich meine Freude mit dir teilen. Soweit diese Geschichte. Wir haben euch neben den Bildern, die ihr gesehen habt, noch ein anderes Bild mitgebracht. Das wollen wir euch auch mal zeigen. Robin hat es schon angedeutet. Das Bild ist gemalt worden von Rembrandt vor über 400 Jahren und es hängt eigentlich in einem Museum in St. Petersburg. Ihr wisst, momentan aus St. Petersburg etwas nach Deutschland zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Ihr habt auch mitbekommen, dass Gerhard Schröder nochmal in
Russland war. Jetzt wisst ihr auch den eigentlichen Grund. Nein, man soll nicht lügen, vor allen Dingen nicht im Gottesdienst. Also das ist eine billige Kopie. Das Original wird vermutlich noch in St. Petersburg hängen. Es ist ein Bild von Rembrandt, gemalt vor 400 Jahren. Rembrandt war einer der berühmtesten Maler aller Zeiten. Und er hat mit diesem Bild den Inhalt dieses Gleichnisses ausdrücken wollen, das Miriam uns gerade erzählt hat. Und wir möchten heute gerne die Kinder einladen zu einem Malwettbewerb. Und dass ihr während des Gottesdienstes auch ein Bild malt, in dem ihr ausdrückt, was euch an dieser Geschichte, an diesem Gleichnis besonders wichtig geworden ist. Ihr müsst jetzt nicht dieses Bild abmalen. Es gibt ja viele Szenen aus dem Gleichnis, die euch vielleicht jetzt so noch in Erinnerung sind oder die ihr besonders wichtig findet. Und drückt doch das, was ihr da gehört habt eben oder was ihr auch in der Predigt hört, mal aus in einem Bild. Ihr habt dazu Malpapier bekommen und Wachsmaler. Darf ich fragen, welches Kind vielleicht noch nichts bekommen hat und aber gerne noch mitmalen möchte? Könnt ihr euch bitte melden? Wir bringen euch noch was. Wir haben noch was. Ist nicht der Fall. Also, super ist, dass Kinder multitaskingfähig sind. Die können zuhören und malen, das weiß ich. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, beides auch zu tun. Mir ist bewusst, dass die Predigt an sich nicht besonders kindgerecht ist. Da will ich keine falschen Erwartungen schüren. Aber ihr seid eingeladen, als Kinder jetzt was zu malen während der Predigt. Und nach der Stunde bringt doch bitte eure Bilder nach vorne. Wir hängen die dann auf. Hier neben seht ihr noch so zwei Staffeleien. Da können wir die Bilder irgendwo dran aufhängen. Und da werden die entweder da oder an einem anderen Ort im Gemeindehaus eine gewisse Zeit auch ausgestellt bleiben. Und so in zwei Wochen denken wir, dass wir dann die besten Bilder auszeichnen. Und dann gibt es auch einen entsprechenden Preis und wer weiß, welcher Rembrandt oder welche Rembrandtine heute hier unter uns ist. Vielleicht wird das Bild nochmal schwer wertvoll. Schreibt auf die Rückseite euren Namen drauf und euer Alter. Das ist wichtig, weil jemand, der mit 5 Jahren ein Bild malt und jemand, der mit 10 Jahren ein Bild malt, hat unterschiedliche Voraussetzungen. Das wollen wir dann auch bei der Bewertung entsprechend mit berücksichtigen. Beim Malen achtet bitte darauf, mit den Stiften auf dem Papier zu bleiben. Man kann theoretisch auch Stühle bemalen, aber das ist heute nicht vorgesehen. Der Robin hat schon gesagt, ich hatte bereits am 2. Januar die Ehre, über den Text der Jahreslosung predigen zu dürfen. Der Text, ihr seht ihn hier, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dabei ging es auch um das Gleichnis vom verlorenen Sohn und auch um dieses Bild von Rembrandt. Und dieses Gleichnis und auch das Bild zeigt, dass wir jederzeit zu unserem Vater Gott zurückkommen können und dass er uns mit weit ausgestreckten Armen entgegenläuft. In der Predigt vom 2. Januar ging es um den Teil mit dem jüngeren Sohn. Und manche haben mir anschließend gesagt, dass sie sich ja eigentlich eher mit dem älteren Sohn im Gleichnis identifizieren. Und das geht mir genauso. Und wenn man sich das Gleichnis mal anschaut und auch den Kontext, dann merkt man, dass dieses Gleichnis tatsächlich eigentlich eher an die älteren Söhne gerichtet ist. Und ich lese das mal, das ist das Bild nochmal für die Zuschauer zu Hause. Ich lese mal den Anfang von Lukas 15. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie, und da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Und in diesem Lukas 15 Kapitel kommen dann 3 Gleichnisse. Vom verlorenen Schaf, von verlorenem Groschen und letztlich vom verlorenen Sohn. Und wenn man diese einleitenden Verse zu dem Kapitel 15 sich so vor Augen hält, dann merkt man, dass in diesem Vorspann 2 Gruppen von Menschen auftauchen und dass die tatsächlich auch für 2 Gruppen oder für diese 2 Personen in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn stehen. Nämlich, es gibt die Zöllner und Sünder, die eher für den jüngeren Bruder stehen. Das sind Menschen, die so lebten, wie sie wollten, die die moralische Regeln halt nicht einhielten, sondern sie brechen. Und dann gibt es
Pharisäer und Schriftgelehrte und die stehen eher für den älteren Sohn oder der ältere Sohn steht für sie. Sie halten das Gesetz, sie kannten ihre Bibel, damals das Alte Testament, sehr gut. Sie lebten ein frommes Leben, sie waren regelmäßig in der Synagoge anzufinden. Und gerade auf die erste Gruppe der Sünder und Zöllner hat Jesus immer wieder eine große Anziehungskraft ausgeübt. Aber darüber haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr geärgert. Sie haben das hier ausgedrückt, der ist sogar mit denen. Und aus diesem Grund erzählt Jesus dieses Gleichnis. Das Gleichnis ist keine rührende Geschichte mit einem Happy End. Sondern Jesus will seinen frommen Zeitgenossen, gerade ihnen, will sie wachrütteln in ihrem Denken und ihrer Haltung. Er stellt nämlich klar, dass die genauso verloren sind wie die gottlosen Menschen und auch, dass die frommen Menschen Umkehr und Buße brauchen. Wenn man sich diesen älteren Bruder im Gleichnis, um den es gleich gehen wird, anschaut, mag das für etliche von uns gewissermaßen auch ein Blick in den Spiegel sein. Mir ist es zumindest so gegangen. Ich habe einige meiner Charaktereigenschaften in ihm wiedererkannt. Es sind nicht meine besten Charaktereigenschaften. Ich will nicht sagen, dass es den 1:1 älteren Bruder gibt, aber viele seiner Eigenschaften habe ich in mir wiedergefunden. Und von daher kann das, was uns da aus dem Spiegel entgegenschaut, auch schon mal ernüchternd, vielleicht auch schmerzhaft sein. Trotzdem möchte ich euch herzlich einladen, dass wir gemeinsam mit Hilfe dieses uralten und schon so oft gelesenen oder gehörten Gleichnisses einen Blick in den Spiegel wagen und vielleicht auch in das Innerste unserer Seele. Wir steigen heute in die Geschichte ein, nicht am Anfang des Gleichnisses, da geht es ja eher um den jüngeren Sohn, sondern da, als der ältere Sohn nach Hause kommt und davon erfährt, dass sein nichtsnutziger Bruder wieder da ist. Als der jüngere Bruder sein Vaterhaus verlassen hat, und vom Vater sein Erbe gefordert hat, da hat es einen tiefen Bruch in der Familie gegeben. Gerade in der Kultur des Orients und der damaligen Zeit war das eine Unerhörtheit, was er sich erlaubt hat. Es war schwerwiegend. Der jüngere Sohn hat seinen Vater zutiefst beschämt und verletzt. Und jetzt kommt er zurück und er wird einfach so wieder aufgenommen, bekommt sogar eine Riesenfete organisiert. Es gibt ein Willkommensfest ausgerechnet für diesen Bruder, für diesen Sohn, der die Familie gedemütigt hat, der finanziellen Schaden auf die Familie gebracht hat und der alles sinnlos verprasst hat mit einem unmoralischen Lebenswandel. Dieser Mensch kommt jetzt zurück und es stellt ihn niemand zur Rede. Es wird keine Wiedergutmachung gefordert. Im Gegenteil, für diesen Typen gibt der Vater ein Riesenfest. Das ist unbegreiflich, muss damals unbegreiflich gewesen sein. Und wenn wir die Geschichte nicht so gut kennen würden, müsste es für uns eigentlich auch unbegreiflich sein. Und jetzt steigen wir ein in Lukas 15, wer es mitlesen will aus der Bibel oder auch hier, ist ein bisschen klein, aber ihr könnt ja die Bibel aufschlagen, dann ist es größer. Ich lese diese Verse ab Vers 25. Der ältere Bruder war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Ihr merkt, die Sprache ist etwas derber als in der Kindergeschichte, aber natürlich bringt es das noch mehr auf den Punkt, was da eigentlich passiert war. Ich lade euch ein, dass wir den älteren Bruder oder sein Wesen zunächst mal betrachten, indem wir uns das Gemälde von Rembrandt ansehen. Vielleicht könnt ihr das gleich mal einblenden, habe ich, glaube ich, in der Abfolge der Folien so nicht gemacht, wenn ich es richtig weiß. Das Gemälde ist eine Interpretation der Geschichte, denn die Szene mit allen Hauptfiguren an einem Ort, die gibt es in dem Gleichnis ja gar nicht. Eigentlich treten der jüngere Bruder und der ältere Bruder im Gleichnis nicht gemeinsam auf.
Ihr seht den älteren Bruder auf dem Gemälde auf der rechten Seite, hier, dieser junge Mann oder ja, mittelalterlicher Mann. Während der Vater auf der linken Seite den heimkehrenden Sohn umarmt, tritt der ältere Sohn mit großer Zurückhaltung auf. Keine ausgestreckte Hand, kein freundliches Lächeln, nicht an einer Annäherung interessiert. Die Distanz des älteren Sohnes zu seinem Vater und seinem Bruder ist offensichtlich. Er trägt wie der Vater auch einen roten Mantel. Der rote Mantel drückt die Zugehörigkeit zur Familie aus und auch einen gewissen Reichtum, den die Familie hatte. Aber seine Arme sind nicht ausgebreitet, sondern er steht steif und starr da. Die Arme und Hände hält er eng an sich gepresst. Er sieht irgendwie abseits und verloren aus, so wie er die Szene aus der sicheren Entfernung, aus der Distanz beobachtet. Wenn man ihn anschaut, kann man schon erahnen, nicht nur der jüngere Bruder war verloren, auch er, der ältere Bruder, ist verloren. Äußerlich hat er alles und tat er auch alles, was von einem Sohn verlangt wurde, aber innerlich war er fern von seinem Vater. Er hat seine Schuldigkeit getan, machte Tag für Tag seine Arbeit, erfüllte seine Pflichten, aber mehr und mehr wurde er unglücklich und unfrei darüber. Ich kann mich gut in diesen älteren Sohn hineinversetzen. Ich bin der älteste Bruder von 3 Kindern aus unserer Familie. Ich habe früh Verantwortung übernommen in der Familie, im Beruf und in der Gemeinde. Versucht, alles gut und richtig zu machen. Den Anforderungen der Eltern, der Familie, der Gemeinde zu entsprechen. Aber ich kenne auch den gelegentlichen, gut verborgenen Neid auf andere, die mal ausgebrochen sind, diesmal haben krachen lassen. Obwohl ich das nicht gut fand, wenn die anderen es haben krachen lassen. Aber manchmal schleicht sich in mir der Gedanke in mein Herz, ob ich nicht doch etwas verpasst haben könnte in meinem Leben. Und so kann ich den älteren Bruder auch gut verstehen, wenn er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Aus der Klage wird deutlich, dass für ihn das Leben zu Hause in Pflichterfüllung und Gehorsam zu einer schweren Last geworden ist. Und so gibt es viele ältere Söhne und Töchter, die eigentlich noch zu Hause leben und doch verloren sind. Was meine ich damit, dass sie verloren sind? Was kennzeichnet ihre Verlorenheit? Diese Verlorenheit zeigt sich zum Beispiel in Verärgerung und Gekränktsein, wenn wir für das, was wir tun, von anderen kritisiert werden und nicht anerkannt werden. Vielleicht gerade von solchen, die in unseren Augen gerade nicht das bringen, was wir leisten. Dieses Verlorensein zeigt sich in Nörgeln und Vorurteilen, in Neid und Verbitterung. Und dieses Verlorensein ist von außen betrachtet gar nicht so spektakulär, wie das des jüngeren Bruders, der ja so ganz klar verloren war. Aber dieses Verlorensein von uns älteren Brüdern zerfrisst unser Herz. Und das ist schwerwiegend. Nicht umsonst steht es oder heißt es in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz zu schützen, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Dabei machen wir älteren Brüder, ich beziehe mich damit ein, so viele Dinge, die eigentlich richtig sind. Ältere Brüder sind gehorsam, pflichtbewusst, gesetzestreu und fleißig, alles gute Dinge. Die Leute respektieren ältere Brüder, vielleicht bewundern sie sogar ältere Brüder. Nach außen ist alles in Ordnung, alles einwandfrei. Aber als der jüngere, in seinen Augen missratene Sohn nach Hause kommt, da kommt der brodelnde, lange vor sich hin brodelnde Vulkan im Herzen des älteren Bruders zum Ausbruch. Sein verborgenes, egoistisches und herzloses Wesen kommt jetzt zum Vorschein. Ich möchte uns einige Wesensmerkmale, Charaktereigenschaften von älteren Brüdern mal vorstellen. Es ist nicht so, dass jeder alles hat, aber vielleicht entdeckt ihr auch in euch das eine oder andere, was auch euren Charakter ein Stück weit ausmacht. Und ich lade euch ein, das auch ehrlich an sich heranzulassen. Es nützt ja nichts, das wegzuschieben, weil Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, sagt man. Und ich glaube, es fängt damit an, zu erkennen, dass auch wir Erlösung brauchen, dass auch wir verloren sind,
dass auch wir nach Hause müssen zu unserem Vater. Und uns selbst zu erkennen, ist ein erster Schritt dazu. Ältere Brüder sind berechnend. So sagt der ältere Bruder seinem Vater: So viele Jahre habe ich dir gedient und noch nie etwas bekommen. Ältere Brüder gehorchen Gott, um etwas zu bekommen und nicht, um ihm ähnlicher zu werden, nicht, um ihn zu lieben, nicht, um ihm Freude zu bereiten. Jesus zeigt hier, dass Sünde nicht nur etwas ist, wenn man ein Gebot übertritt. Es kann auch ein gefährlicher Weg sein, alle moralischen Regeln halten zu wollen, wenn unsere Motivation ist, dass wir uns damit unsere Erlösung erkaufen wollen. Ältere Brüder sind anmaßend und selbstgerecht. Er sagt: Noch nie habe ich eines deiner Gebote übertreten. Ältere Brüder meinen, ein Recht auf ein gutes Leben deshalb zu haben, weil sie moralisch so gut und anständig leben. Aber was passiert dann, wenn das Leben doch nicht wie gewünscht verläuft, obwohl wir so gut sind, so moralisch einwandfrei leben? Und was passiert, wenn es anderen besser geht, obwohl sie gerade nicht so gut leben, wie wir von uns denken? Ältere Brüder sind moralisierend, überheblich, vergleichend und verachtend. So sagt er in dem Gleichnis zu seinem Vater: Dagegen dein Sohn, der alles Vermögen durchgebracht hat, so vergleicht er sich mit seinem jüngeren Bruder, den er gar nicht mehr so nennt. Ältere Brüder fühlen sich überlegen aufgrund ihrer Moral. Sie verachten die, die nicht ihren Maßstäben entsprechen. In der Geschichte nennt er seinen Bruder nicht einmal einen Bruder. Ältere Brüder sind nachtragend und verurteilend. Er kann dem jüngeren Sohn, den er nicht mit Bruder anredet, nicht verzeihen, dass der das Familienerbe verschleudert und der Familie so viel Unehre gebracht hat. So etwas würde ich nie tun, denkt er und spricht es vermutlich auch aus. Aus einer solchen Position des Verurteilens und des Nachtragens, wenn man sich so dem anderen überlegen fühlt, ist es auch kaum möglich, in Vergebung zu kommen. Ältere Brüder reagieren überempfindlich auf Kritik. Kritik ist für sie niederschmetternd, weil sie ihr Selbstbild auf ihrer eigenen Leistung aufbauen. Und wenn jemand diese Lebensleistung in Frage stellt und kritisiert, dann wird das Selbstwertgefühl der älteren Brüder zerstört. Ältere Brüder sind verbittert und zeigen eine freudlose Haltung in ihrem Leben und ihrem Dienst. So sagt er: All die Jahre habe ich. Seine Motivation ist Pflichtbewusstsein, mit dem Ziel, sich eine Erlösung zu verdienen. Seine Motivation ist nicht Freude, nicht Liebe zum Vater. Für mich hast du nie ein Fest gegeben, sagt er. Das wirft er dem Vater vor. Sein Leben beim Vater, seine Beziehung zu seinem Vater war für ihn kein Fest, keine ungezwungene Freude. Sein Leben war aber eine Mühe, so steht es auf den Grabsteinen vieler älterer Brüder. Er hat versucht, sich sein Heil zu verdienen. Er wollte sich seinen Vater durch ein moralisch gutes Leben gefügig machen. Und dabei hat er immer in der Angst und in der Ungewissheit gelebt, ob es reicht, was er leistet. Und so sagt der ältere Bruder zu seinem Vater und klagt ihn an: Und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Als aber dieser da, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Diese Worte zeigen, es ist eine Offenbarung, wie tief verletzt er sich fühlen muss. Seine Selbstachtung ist durch die Freude des Vaters empfindlich verwundet worden. Seine Verbitterung hindert ihn, diesen zurückgekommenen Kerl als seinen Bruder anzunehmen. Als er sagt, dieser da, dein Sohn, distanziert er sich sowohl von seinem Bruder als auch von seinem Vater. Und gerade hier sehen wir auch, wie verloren der ältere Sohn ist. Er ist zu einem Fremden im eigenen Haus geworden. Er hat die Gemeinschaft mit seinem Vater und seinem Bruder verloren. Diese Verlorenheit ist nach außen schwieriger zu fassen. Sie lässt sich schwer fassen, weil ältere Brüder auf ihre Wirkung nach außen achten und darauf, vor anderen gut dazustehen. Aber innen drin wächst dann die Unsicherheit, ob wir so, wie wir sind, tatsächlich angenommen sind und uns im Haus unseres Vaters tatsächlich auch zu Hause fühlen dürfen. Aus den Worten des älteren Bruders, die er seinem Vater entgegenschleudert, sprechen Wut, Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid. Er beklagt sich aus tiefstem Herzen, weil er meint, nie das erhalten zu haben, was ihm eigentlich zusteht. Ich habe mich so bemüht,
so lange gearbeitet, so viel getan. Ich habe doch nicht bekommen, was dem anderen da in den Schoß fällt. Warum dankt mir keiner? Warum erkennt man mich und meine Leistung nicht an, während andere, die bei weitem nicht so viel geleistet haben, so viel Beachtung finden? Und als er die Musik und den Lärm hört, wird er misstrauisch. In ihm kommt die Angst hoch, ausgeschlossen zu sein vom Fest, von der Gemeinschaft. Und das ist die Urangst in seinem Leben, dass er ausgeschlossen ist von den Freuden und der Schönheit des Lebens. Und als er dann einen Knecht ruft, sagt er, was ist da eigentlich los? Warum hat mir niemand Bescheid gesagt? Der Knecht ist freudestrahlend. Er berichtet von der Rückkehr des jüngeren Bruders. Aber als er das sagt, löst das beim älteren Bruder keine Dankbarkeit und keine Freude aus. Im Gegenteil, er wird zornig und verbittert und zieht sich zurück. Rembrandt drückt die Freude und Versöhnung durch das Licht aus. Man kann das ein bisschen ahnen zwischen dem jüngeren Sohn und dem Vater. Die stehen im Licht, diese Szene wird mit Licht ausgeleuchtet. Der ältere Sohn steht etwas abseits und wenn man genau hinguckt, kann man sehen, nicht mal auf dem gleichen Boden wie die anderen. Und so drückt Rembrandt das aus, was im biblischen Gleichnis so dargestellt ist, dass der ältere Sohn in der Dunkelheit steht, während drinnen im hellen Licht und bei freudiger Musik und Tanz die Freude durchbricht. Wenn man sich das so vergegenwärtigt, in welcher Situation der ältere Sohn ist, bleibt ja die Frage, kann es für ältere Brüder Erlösung geben? Und da komme ich auf die Jahreslosung, die heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und für mich ist das Hoffnung, dass das nicht nur für jüngere Brüder gilt, sondern auch für ältere. Wenn wir zu Jesus, zu Gott kommen, wird er uns nicht abweisen, egal ob wir ältere oder jüngere Brüder sind. Ich lese weiter in dem Gleichnis die Verse 31 und 32. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das Gleichnis in Lukas 15, wie auch das Bild von Rembrandt, erzeugen eine Spannung, die nie aufgelöst wird. Denn das Gleichnis endet genauso. Wir wissen nicht, wie es dann weiterging. Wird der ältere Sohn sich von seinem Vater überreden lassen und doch noch ins Haus und zum Fest hineingehen? Wird er seinen jüngeren Bruder doch noch in die Arme nehmen? Wird er sich zu den anderen an die Festtafel setzen und mitfeiern? Ist er bereit zu bekennen, dass auch er ein Sünder ist und Vergebung braucht? Ist er bereit einzugestehen, dass er nicht besser ist als sein Bruder? Mit diesen Fragen werden wir allein gelassen und erfahren nicht, ob der ältere Sohn sich mit seinem Bruder und seinem Vater versöhnen wird. Dass das so ist, hat seinen Sinn, denn diese Frage ist auch für jeden von uns eine offene Frage, die wir persönlich beantworten müssen. Eine Entscheidung, die niemand uns abnehmen kann. Die Frage der Versöhnung und des Nachhausekommens zum Vater ist die entscheidende Frage in unserem Leben. Und niemand außer uns selbst kann die Frage beantworten. Du für dich und ich für mich. Der erste und wichtigste Schritt ist, das zu erkennen. Die Frage für mich zu beantworten, bin ich bereit zu bekennen, dass auch ich ein Sünder bin und Vergebung brauche? Egal wie fromm ich sozialisiert bin. Und auch wenn ich noch so sehr an meinem frommen Image arbeite. Kann ich es mir selbst und vor Gott eingestehen, dass ich nicht besser bin als dieser oder jener, den ich in meinem Herzen möglicherweise verachte? Bin ich bereit, mich mit meinem Bruder, meiner Schwester und meinem himmlischen Vater zu versöhnen? Diese Fragen sind der Ausgang, ist das Erste, was wir klären müssen mit uns. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Jesus vorgeworfen, dass er mit Sündern ist und sich zu ihnen setzt. Und als Antwort stellt Jesus ihnen die Gestalt des älteren, verbitterten Sohnes vor Augen. Und so wurden sie mit ihrem eigenen Klagen und Murren konfrontiert. Und sie mussten sich entscheiden, wie sie auf die Liebe Gottes reagieren wollen. Ob sie bereit sein würden, mit ihnen, den Sündern, sich an einen Tisch zu setzen, so wie Jesus es tat. Ich habe schon mal gesagt, dass diese Form des Verlorenseins, wie wir es beim älteren Bruder sehen, schwerwiegend ist, obwohl der Weg für ihn, nach Hause zu kommen, eigentlich so kurz zu sein scheint. Vielleicht fällt er trotzdem besonders schwer, denn sich bewusst als älterer Bruder auf den Heimweg zu begeben, so kurz der Weg auch sein mag,
kann auch bedeuten, sich einzugestehen, vielleicht auch vor anderen, dass das nach außen so gute und vorbildliche Leben eigentlich eine Farce, ein Fake und nur Fassade ist. Die Verlorenheit älterer Brüder ist schwerer zu greifen, weil es ja eigentlich gut ist, pflichtbewusst, gesetzestreu und gehorsam zu sein. Und doch, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann merke ich, und dann habe ich mich auch schon dabei ertappt, wenn ich etwas meinte, gut zu machen oder gut machen zu wollen, dass letztlich die Motivation dahinter war, von anderen geliebt zu werden. Gerade dann, wenn wir eine Aufgabe besonders gut erfüllen, schleicht sich vielleicht auch der Gedanke ein in unserem Innersten, warum andere das nicht auch so gut hinkriegen. Und so ist es manchmal so, dass diese nach außen dargestellte Tugend, das Gute, was wir tun, dass sich da von hinten schon irgendwie etwas heranschleicht oder ankrallt, was das Gute wieder in Frage stellt. Es ist ein Zerriss. Und alleine schaffen wir es nicht, aus diesem Zerriss herauszukommen. Und deshalb stellt sich die Frage, die in dem Gleichnis letztlich offen bleibt und mit der auch wir älteren Brüder konfrontiert sind: Können wir nach Hause kommen zum Vater, und wenn ja, wie? Wenden wir uns dazu dem Vater zu. Was wir mit Sicherheit wissen und was in diesem Gleichnis überdeutlich wird, ist, wie das Herz des Vaters ist. Es ist ein Herz von grenzenloser Liebe und Erbarmen, und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Das Gleichnis unterscheidet nicht zwischen einem guten und einem schlechten Sohn. Nur der Vater ist gut und er liebt beide Söhne. Er geht hinaus zu beiden. Er will, dass beide an seinem Tisch sitzen und an seiner Freude teilhaben. Der jüngere Bruder lässt sich in einer vergebenden Umarmung aufnehmen vom Vater. Der ältere Bruder steht beiseite und kann sich nicht oder noch nicht über seine eigene Widerwilligkeit hinwegsetzen und ebenfalls vom Vater sein Herz heilen lassen. Die Liebe des Vaters zwingt nicht. Sie zwingt keinen seiner beiden Söhne und auch keinen von uns. So ist jeder von uns frei, eine eigene Wahl zu treffen, ob wir im Dunkeln bleiben oder in das Licht der Liebe Gottes eintreten wollen. Was wir wissen ist, dass Gott da ist. Gottes Vergebung ist da und Gottes grenzenlose Liebe ist da. Ob ich nun jüngerer Bruder oder älterer bin, das einzige Verlangen Gottes ist es, mich nach Hause zu bringen, und dabei liebt Gott den jüngeren Bruder nicht mehr als den älteren. In der Textlesung von Robin am Anfang im Gottesdienst haben wir gehört, dass Jesus das Brot des Lebens ist und dass wir bei ihm nie hungern und dürsten werden. Uns steht alles zur Verfügung, so wie auch den Söhnen im Haus ihres Vaters. Sie haben alles zur Verfügung. Und gleichzeitig weist Jesus in diesen Versen auch darauf hin, dass wir, wie die Jünger damals, oft nicht glauben, obwohl wir alles bei Jesus haben und gesehen haben. Und das ist die Erfahrung, die auch die beiden Söhne gemacht haben und der Ältere speziell. Und dann gilt der dritte Vers in diesen drei Versen, Johannes 6, diese Zusage, dass Gott, der Vater, keinen abweist, weder den jüngeren noch den älteren Sohn. Und so ist es, als der Vater zu seinem älteren Sohn hinausgeht, dass er sagt: Mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Ich habe gelesen, tatsächlich, dass dieses griechische Wort, das der Vater hier benutzt, um seinen Sohn anzusprechen, der ja offensichtlich erwachsen ist, nicht nur im Bild, sondern auch in der Geschichte, eine ganz liebevolle Form der Anrede ist. Und in der NGÜ, in der neuen Genfer Übersetzung, wie auch in der Elberfelder, wird es auch so übersetzt: nicht mein Sohn, sondern mein Kind. Ich glaube, dass das sehr gut trifft. Es ist ein liebevolles auf den Sohn zugehen, das auch uns Mut macht. Den harten und bitteren Vorwürfen des Sohnes werden keine Worte der Verurteilung entgegengesetzt. Der Vater verteidigt sich nicht dafür, dass er seinen jüngeren Sohn jetzt wieder angenommen hat. Und er lässt auch keine Bemerkung fallen über das ungebührliche Verhalten seines älteren Sohnes, der ja auch zutiefst respektlos ist. Er betont vielmehr seine innige Beziehung zu seinem Sohn, indem er sagt: Du bist alle Zeit bei mir. Alles, was meines, ist dein. Die uneingeschränkte Liebe des Vaters zu seinem älteren Sohn könnte nicht deutlicher ausgesprochen werden. Und der Vater vergleicht die beiden Söhne auch an keiner Stelle. Seine uneingeschränkte Liebe gilt beiden gleich. Jesus sagt: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Jedes Kind Gottes hat dort seinen einmaligen Platz, und ich darf und muss auch unter Kinder Gottes das Vergleichen und das Aufeinander herabsehen aufgeben. Das Wichtigste ist,
dass ich mich auf die Liebe des Vaters einlasse. Unabhängig von der Meinung der Menschen um mich herum, egal was die anderen von mir denken, entscheidend ist meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Gott will, dass ich nach Hause komme und in sein Licht eintrete. Und im Licht Gottes kann ich dann meinen Nächsten als meinen Bruder sehen, als den, der Gott ebenso gehört wie ich selbst, selbst wenn er in manchem anders ist als ich. Und so ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes die Geschichte eines Gottes, der hinausgeht, um mich zu suchen und der nicht ruht, bis er mich gefunden hat. Er bittet, ja, er fleht förmlich in dem, wie er ist, dass ich mich umarmen und an den Ort bringen lasse, wo ich das Leben aus seiner ganzen Fülle finde, das Leben, nach dem ich mich eigentlich im tiefsten meines Inneren sehne. Wenn wir uns darauf einlassen, uns von unserem liebenden Vater finden und nach Hause bringen zu lassen, dann dürfen wir in der Gemeinschaft mit ihm wachsen und uns von seiner Liebe heilen lassen. Und das gilt für die jüngeren Söhne genauso wie für die älteren Söhne des Vaters. Und es gibt zwei Schlüssel dazu. Zu diesem Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater. Das Üben von Vertrauen und von Dankbarkeit. Was meine ich in dem Zusammenhang mit Vertrauen? Vertrauen ist die tiefe innere Überzeugung, dass der Vater möchte, dass ich bei ihm zu Hause bin und dass er mich uneingeschränkt liebt. Darauf zu vertrauen, der Vater will diese Gemeinschaft mit, der sehnt sich danach. Solange ich zweifle, ob ich es denn wert bin, gefunden zu werden, solange ich mich selbst herabsetze, weil ich weniger geliebt wäre als mein jüngerer Bruder oder meine jüngere Schwester, kann ich nicht wirklich diese Ruhe im Haus meines Vaters finden. Wir dürfen uns immer wieder neu zusprechen. Gott hält Ausschau nach mir. Er kommt mir entgegen und dir auch. Um dich zu finden, wird er überall hingehen. Er liebt dich. Er möchte, dass du zu Hause bist. Er hat keine Ruhe, bevor er dich nicht bei sich hat. Und zu diesem Vertrauen kommt Dankbarkeit dazu. Dankbarkeit ist das Gegenteil der Art von Klagen, wie wir es in dem Gleichnis beim älteren Bruder gesehen haben. Sich beklagen und dankbar zu sein, passt nicht zusammen. Durch mein Klagen drücke ich nämlich aus, dass ich nicht bekomme, was mir zusteht. Und dieses vorwurfsvolle Klagen blockiert die Wahrnehmung, dass das Leben ein Geschenk ist. Dankbarkeit dagegen weiß, dass das ganze Leben wirklich reines Geschenk ist. Dankbarkeit ist auch mehr als eine spontane Antwort darauf, etwas geschenkt zu bekommen. Es ist nicht nur so, dass man sagt, hast was geschenkt bekommen, sag mal Danke dafür. Das gehört sicherlich auch zum guten Ton. Aber Dankbarkeit ist eine Haltung, die man einüben kann, bis sie uns in Fleisch und Blut übergeht. Und Dankbarkeit als Haltung heißt, anzuerkennen, dass ich alles, was ich bin und alles, was ich habe, dass alles das mir von meinem liebenden Vater im Himmel geschenkt worden ist. Es ist ein Geschenk, das ich voller Freude feiern kann schon jetzt. Und diese Dankbarkeit schließt eine bewusste Entscheidung ein. Ich kann mich dafür entscheiden, dankbar zu sein, selbst wenn mir eigentlich nicht danach ist. Selbst wenn die Umstände und meine Gefühle mich eher zum Klagen bringen wollen. Und ich muss diese Entscheidung für eine Haltung in Dankbarkeit und Vertrauen jeden Tag neu treffen. Ich kann mich entscheiden, dankbar zu sein, wenn ich kritisiert werde, selbst wenn mein Herz noch mit Verbitterung reagieren will. Und ich kann mich entscheiden, über das Gute und Schöne zu sprechen, selbst wenn mein inneres Auge noch auf etwas Unschönes gerichtet ist. Ich kann mich entscheiden, auf die Stimmen zu hören, die vergeben, und auf die Gesichter zu schauen, die freundlich sind, selbst wenn ich noch Worte der Rache höre und Gesichter der Ablehnung sehe. Es gibt immer die Möglichkeit, statt Verbitterung Dankbarkeit zu wählen, weil unser Vater uns in unserer Finsternis begegnet ist. Und dieser Vater bittet uns, nach Hause zu kommen und erklärt mit einer Stimme voller Zuneigung, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und so können wir uns alle entscheiden, in der Finsternis zu bleiben und auf die zu zeigen, die vermeintlich besser dran sind als wir. Wir können weiter über unser Unrecht jammern, das wir erleiden oder das uns heimgesucht hat, und in dieser Verbitterung darüber versinken. Aber wir müssen das nicht tun. Es gibt die Möglichkeit, in die Augen des einen zu schauen, der herauskam, um nach mir und nach dir zu schauen. Und wenn wir in seine Augen sehen, erkennen wir, dass alles, was ich bin und was ich habe, reines Geschenk ist. Ich glaube, dass diese Art von Vertrauen und Dankbarkeit auch Mut erfordern.
ein gewisser Mut zum Risiko. Und auch im Umgang mit anderen Menschen ist das so. Es kann sein, dass du den Punkt verspürst, wo du denkst, du müsstest jemand anders ein freundliches Wort sagen, einen Brief oder eine Mail schreiben. Gerade an jemanden, der dir nicht vergeben will. Oder du spürst das in dir, dass du eigentlich jemanden anrufen müsstest, der dich abgelehnt hat. Oder jemandem etwas Wohltuendes zu sagen, der es nicht schafft, dir gegenüber was Wohltuendes zu sagen. Und du weißt in all den Fällen nicht, wie der andere reagiert, ob er dich annimmt oder nicht. Und wenn nicht, wenn er dich nicht annimmt, was macht das dann mit dir, mit deinem Herzen, mit deiner Seele? So vorzugehen, das ist gewissermaßen ein Sprung des Glaubens. Zu lieben, ohne Gegenliebe zu erwarten, zu geben, ohne erhalten zu wollen, einzuladen, ohne auf eine Gegeneinladung zu hoffen. Aber es ist genau das, was wir bei Jesus erlebt haben. Er hat uns geliebt, ohne von uns zu wissen, ohne von den Menschen zu wissen, ob sie ihn wieder lieben. Er hat gegeben und er wusste, viele werden ihm nichts zurückgeben wollen. Was wir wissen ist, dass Gott, der Vater, zu uns steht und uns einlädt und sich über diese Schritte freut, wenn wir so von ihm, von Jesus lernen. Und diese Schritte, dass wir erkennen, dass wir verloren sind, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns liebt, vorbehaltlos, und dass wir ein Leben aus der tiefen Dankbarkeit für unsere Erlösung führen dürfen, wenn wir diese Schritte gehen, dann verändert das unser Leben vollständig und wir erfahren komplette Befreiung. Auch von dem Druck, anderen Menschen zu gefallen und den Maßstäben anderer Menschen gerecht zu werden. Wir sind von Gott geliebt und angenommen. Und auf dieser Grundlage können wir unser Leben, unser Reden, unser Handeln ganz neu ausrichten. Dann ist Arbeit für Gott nicht Pflichterfüllung und Zwang. Dann ist Arbeit für Gott kein äußerer frommer Schein. Es ist eine ganz andere Motivation, wenn ich als geliebtes, dankbares Kind für Gott und zu seiner Ehre lebe, denn dann bin ich jetzt schon mit ihm innig verbunden und lebe in Gemeinschaft mit ihm, bei ihm zu Hause. Das ist nicht mehr Pflichterfüllung, das ist nicht mehr Zwang, das ist nicht mehr frommer Schein. Denn dann ist unser Leben schon hier ein Fest und erfüllt von Vorfreude auf das, was noch kommt. Wenn wir bei ihm sind im Himmel, eine ganze Ewigkeit lang. Ich möchte mich auf diese Perspektive in meinem Leben neu ausrichten, dass das Leben hier schon ein Vorgeschmack sein kann auf das, was wir im Himmel mit Gott erleben. Ich glaube, also mir geht es zumindest so, dass es mein Herz mit einer unbändigen Freude erfüllt. Und dann für Gott hier zu leben und zu arbeiten und Dinge zu machen oder zu reden, das ist dann nichts, was mich stresst und nichts, was mich irgendwie in eine Pflicht hineinführt, sondern das ist einfach nur Freude und Vorfreude auf das, was noch kommt. Und diese unbändige, tiefe Freude in einem Leben mit Gott, mit diesem Vater, der mit uns alles teilen will, das ist etwas, was ich uns sehr wünsche. Ich wünsche es uns besonders als allen, die sich als ältere Brüder angesprochen gefühlt haben. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus und auch dich nicht, mein lieber älterer Sohn. Amen. Ja, vielen, vielen Dank, Thomas, für diesen neuen Blick, diese neue Perspektive auf dieses Gleichnis und vielen Dank für den Blick in den Spiegel. Ich möchte dich fragen, hast du dich vielleicht heute in diesem älteren Bruder erkannt? Ist nach außen hin alles in bester Ordnung und du schüttelst vielleicht selbstgerecht den Kopf über diejenigen, die ganz offensichtlich verloren sind oder die unverdient Gnade und Vergebung erfahren? Ich frage das nicht von oben herab, sondern in allererster Linie frage ich mich das selbst. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Diese Einladung Gottes, die wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und das gilt für dich, wenn du wie der jüngere Sohn ganz offensichtlich weit weggelaufen bist. Aber es gilt genauso dir und mir, wenn wir wie der ältere Sohn vermeintlich ganz brav zu Hause geblieben sind
und das getan haben und so gelebt haben, was unser frommes Umfeld von uns verlangt, aber unser Inneres und unser Herz vielleicht meilenweit vom Vater entfernt sind. Jesus ruft dich und mich, und jeder darf durch Jesus zum Vater kommen, und er weist niemanden ab. Das ist einfach Gnade pur, und diese wunderbare Gnade besingen wir dann in einem zweiten Lied. Und ich lade ein, und wer möchte, der darf dazu gerne aufstehen. Was zerbrochen in dir, wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer. Komm, Jesus ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus ruft. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung für das, für dich da. Lass bedanken.
Kaiser, er steht mit offenen Namen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Namen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Folg ihm nach, denn dein Lohn wartet schon. Geh hinaus, erzähl allen davon. Ich möchte beten und vielleicht wollt ihr ja dazu mit mir aufstehen. Vater im Himmel, hab du
herzlich Dank für diese Stunde und hab tausend Dank dafür, Herr, dass du mit offenen Armen dastehst und auf uns wartest. Dass du auf uns wartest, egal ob wir weit weg waren, aber dass du genauso dort stehst und wartest, auch wenn wir vermeintlich die ganze Zeit in deiner Nähe waren. Und Herr, du kennst uns und unser Herz und wenn wir uns in uns hineinschauen, Herr, dann kennen wir uns ja genauso gut und wir wissen, welchem Sohn wir ähnlicher sind. Und Herr, es ist einfach wunderbar zu wissen, dass du uns nicht abweist, dass du uns niemals abweist und dass es nicht zu spät ist, zu dir zurückzukehren. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass ja für den einen oder anderen von uns wirklich heute der Tag ist, umzukehren und um in deine Nähe zurückzukehren. Ob jetzt, ja, im Bilde gesprochen, physisch mit dem Körper zu dir zurückzukehren oder wirklich mit unserem Herzen. Herr, ich bitte dich darum, lass diesen Tag wirklich zum Veränderungstag für einige von uns werden. Bitte segne du doch diesen Tag noch, segne auch gleich die Gespräche, den Austausch, dass wir uns auch miteinander darüber austauschen, was uns bewegt, beschäftigt, was wir gehört haben. Danke, Herr, dass du hier mit deinem Geist dabei warst. Amen. Miriam, auch dir vielen Dank für das, was du für die Kinder vorbereitet hast. Das möchte ich nicht vergessen. Vielen Dank, liebes Lobpreis-Duo, nochmal an euch. Die Kinder dürfen gleich ihre Gemälde hier nach vorne bringen. Ich glaube, sie stehen dem Herrn Rembrandt in wenig nach. Wir werden die Staffeleien dann noch ungefähr 2 Wochen hier stehen lassen und zur Preisverleihung wird der Thomas dann in den nächsten Wochen noch was sagen. Ich möchte euch jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag, eine gute Zeit. Bleibt noch ein bisschen hier und vielleicht sieht man sich ja nachher beim Café Cosper wieder oder auch nächste Woche Sonntag. Auf Wiedersehen. One day every tongue will confess you are God. One day.